Heute bin ich nicht alleine, weil heute habe ich Besuch. Und da höre ich schon. Und es dauert. Da ist er nämlich. Mit wem redest du? Hallo liebe Mäuse und herzlich willkommen zu Martin läuft Episode 109. Eins vorweg, ich glaube ab nächster Folge werde ich dann wieder in die Winterpause gehen, weil es wird langsam richtig kalt. Beim Laufen. Das ist wirklich langsam ein bisschen eklig. Ich war diese Woche einmal laufen. Das war heute. Ein Grund dafür, habt ihr jetzt schon im Vorspann gesehen, war, weil der Christian auch hier war. Über 2 Tage, weil er hier einen Vortrag hatte. Und das war, ich freue mich dann natürlich immer. Er hat sehr viel Spaß dran gehabt. Immer erstmal zu sagen, natürlich, was gut bei Martin läuft zurzeit ist, zum Beispiel diese Vorspänne, die wir jetzt schon 2 Folgen nicht mehr hatten. Und dann hat er sich immer einen Spaß gemacht, alles aufzuzählen, was ich immer so mache. Wie gähnen, zu sagen, dass gar nicht so viel passiert ist, meine Arme über den Kopf strecken und so weiter und so weiter. Ja, das hat ihn auf jeden Fall sehr gefreut. Genau. Ansonsten war sonst sehr viel meine Arbeit. Wie gesagt, der Christian war dann da. Heute am Sonntag bin ich dann nochmal zum Laufen gekommen. Auch eher gemütlich. Ich meine, 10 Kilometer in 75 Minuten ist nichts Großartiges. Und ja, das war es eigentlich. Also, diese Woche ist sonst wirklich nicht viel passiert. Ich war zwar schön immer wieder unterwegs und das hat mir natürlich auch gefallen. Als der Christian da war, aber ansonsten ist nicht groß was passiert. Wir haben uns auch gefragt, warum ich immer so viel gehen, wenn ich die Videos aufnehme, und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist meistens so, dass ich halt die am Abend aufnehme und davor laufen war, also von dem her kann das damit zu tun haben, aber sonst gehe ich eigentlich fast nie so viel, außer halt gerade, wenn ich irgendwie aufnehme oder weil ich so viel am Stück rede. Das könnte auch sein. Weiß ich nicht genau. Wenn ihr da Vorschläge habt, sagt gerne Bescheid. Genau. Ja. Es ist leider langsam wirklich, es ist wirklich schweinekalt beim Laufen. Das ist schon wirklich scheiße. Aber da muss ich mal schauen. Aber wahrscheinlich werde ich das nächste Woche Nächste Woche haben wir Mitte Oktober, von dem her werde ich damals schauen, dass ich das, glaube ich, eher beende mit dem Laufen erstmal für dieses Jahr, bis es wieder ein Stück wärmer wird. Und dann, ihr könnt mir ja schon mal schreiben, was ich nächstes Season alles machen soll. Es geht aber auch vor allem darum, dass ich wieder 1 oder 2 Marathone mitlauf. Das würde mich persönlich freuen und natürlich würde das wahrscheinlich auch euch freuen oder auch nicht. Mal schauen. Gut, habt einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Das Video ist jetzt vorbei, aber natürlich habt ihr die Möglichkeit, hier oder hier oder hier oder hier noch
andere Videos anzuschauen, Staffeln anzuschauen, den Kanal zu abonnieren. Und natürlich könnt ihr hier auch noch unter Martin Läuft, unter Herr E. Films @gmail.com eure Herausforderung reinstellen. Und natürlich werde ich auch irgendwann wieder den Bart ein bisschen mehr verlieren und auch die Matte hier oben ein bisschen mehr verlieren, wenn die Krise wieder ein bisschen zu Ende geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Liked das Video, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Zu den ganzen Themen, die ich da wahrscheinlich besprochen habe, aber da das ein Video ist, das jetzt nach jedem Video kommt, vielleicht habe ich auch andere Themen besprochen, ich weiß es noch gar nicht, weil die anderen Videos noch gar nicht gedreht wurden. Gut.